Derby-Klappe, die zweite. Aber bevor die HG Oftersheim-Schwetzingen am Samstagabend gegen Großsachsen spielt, wirft Daniel Hiedek erst einmal noch einen Blick zurück auf das Duell gegen die SG Leutershausen. Denn da lief wahrlich nicht alles nach Plan. Ja, in Leutershausen ist leider einiges schiefgegangen. Vor allem, wenn ich an die erste Halbzeit bzw. an die ersten 20 Minuten denke. Wir kamen richtig schlecht ins Spiel, haben vorne unsere Chancen nicht reingemacht. Ich denke, das war eigentlich der größte Unterschied, dass die Leutershausener ihre Chancen reingemacht haben und wir halt nicht. Sonst hätten wir das auch alles zur Halbzeit schon knapper gestalten können und wären dann auch, dann wäre es vielleicht nochmal zu einem richtigen Derby geworden und am Ende nochmal knapp. Ob knapp oder nicht, ist für das zweite Derby egal. Nur das Ergebnis sollte umgekehrt sein. Und warum klappt es mit einem Heimsieg? Weil wir von Anfang an eine konsolidierte Leistung bringen, die Halle hinter uns haben und heiß auf Service sind. Anwurf ist am Samstagabend um 19.30 Uhr in der Schwetzinger Nordstadthalle. Dann heißt es HG Oftersheim-Schwetzingen gegen den TV Großsachsen.